Mit dem kostenpflichtigen Cydia-Tweak namens Stack habt ihr die Möglichkeit, eine vertikale Multifunktionsbar in euer System einzufügen. Ich habe das momentan so gewählt, dass das sich per Doppelklick aktiviert und nun sehen wir schon, dass sich hier rechts etwas öffnet. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Schnellzugriff beispielsweise auf die Musik zu bekommen oder auch auf die Kamera. Hier kann man aber auch einfach schnell eine Message, eine Mail oder einen Tweet versenden. Und es gibt auch noch einige weitere Funktionen. Hier gibt es beispielsweise oben noch diesen Pfeil. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz drauf gekommen. So, hier diesen Pfeil, da haben wir beispielsweise noch Twitter. Das kann hier manuell eingestellt werden, was wir dort haben wollen. Und per Twitter gibt es jetzt die Möglichkeit, einen Tweet zu versenden oder auch noch Mail gibt es dort und einige weitere Sachen. Und insgesamt ist das halt so ein kleiner Helfer, ein kleiner Schnellzugriff auf viele Sachen. Und in den Einstellungen gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze zu aktivieren. Zusätzlich lässt sich hier noch einiges Designtechnisches einstellen und auch eine Aktivierungsmethode. In diesem Falle habe ich jetzt einfach mal doppelt den Home-Button drücken, was sich vielleicht nicht immer so gut mit der Multitasking-Bar versteht, aber trotzdem so die innovativste Möglichkeit ist, das zu lösen. Zusätzlich habt ihr hier oben noch die Möglichkeit, beziehungsweise hier unten die Möglichkeit einzustellen, welche Kamera-App sich öffnen soll, Musik-App und Mail-App. Hier gibt es dann auch noch die Custom-Actions, also das, was hier auf der zweiten Seite passiert. Da müssen wir jetzt wieder zurück auf den Home-Button. So, und jetzt diese hier können hier halt manuell eingestellt werden. Hier unten geht es dann weiter mit anderen Applikationen und unten werden nochmal die Entwickler per Twitter verlinkt. Für 1,99 $ ist das eine nette Sache. Es gibt viele interessante Funktionen, die auch relativ innovativ hier eingebaut worden sind. Man kann das hier wirklich schnell steuern und hier unten gibt es auch noch die Möglichkeit, das WLAN oder andere Sachen schnell ein- und auszuschalten. Von mir eine echte Empfehlung. Sowas gab es schon länger nicht mehr in Cydia. Daumen hoch!